Diese Rede richtet sich an alle, die ein Herz zum Fühlen haben, Ohren zum Hören und Augen um zu sehen. Die Herausforderungen dieses Landes sind tatsächlich herausfordernd. Ständig prasseln Informationen auf uns ein, denen wir uns nicht mehr gewachsen fühlen. Egal ob global, national oder regional, die Welt, in der wir leben, hat es wahrlich in sich. Die Medien überschlagen sich täglich mit negativen und beunruhigenden Meldungen. Dann sind da noch die privaten Hürden. Liebe, Partnerschaft, Familie, Beruf und soziale Bindungen bringen uns allzu oft an den Rand unserer Geduld. Wir könnten manchmal platzen vor Wut, Enttäuschung und gefühlter Ohnmacht. Was haltet ihr davon, euch wieder auf den inneren Frieden einzulassen, ihn zu finden und in euch zu festigen? Heißt es nicht so schön, in der Ruhe liegt die Kraft? Ja, aber diese Ruhe, dieser Frieden möchte erst wieder gerufen und überhaupt wieder erkannt werden. Und ich sage euch, es ist es wert, ihn zu finden und zu festigen. Wie innen, so außen. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein? Der innere Frieden bringt erst die Möglichkeit, auch den Frieden im Außen zu entdecken. Viele angenehme Gefühle und Erfahrungen treten in Erscheinung, wenn du dich auf dieses Thema einlässt und es in dir aufbaust. Jeder Computer sollte von Zeit zu Zeit neu formatiert werden oder bekommt ein neues Betriebssystem. Jede Wohnung sollte von Zeit zu Zeit ordentlich aufgeräumt und durchgeputzt werden. Und was ist mit unserem menschlichen Geist? Die alten Denkmuster haben uns abgehalten, diese Veränderungen vorzunehmen, die wir jetzt durchmachen. Menschen brauchen oft lange, bis sie begreifen. Freude, Glück und Liebe gehören zu den wichtigsten Gefühlen des Menschen. Jeder erlebt sie auf seine einmalige Art und Weise. Die Dinge, über die du dich freust, stehen für deine ganz eigene Freude. Die Dinge, die du liebst, stehen für deine ganz eigene Liebe. Und die Dinge, die dich glücklich machen, stehen für dein ganz persönliches Glück. Wir alle stehen für Frieden und Freiheit. Jeder muss lernen, wenn er sich entwickeln will. Mit der Kraft der Gedanken bestimmen wir nicht nur über Gesundheit und Krankheit, sondern unsere Gedanken sind unser Schicksal. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, der sich keiner entziehen kann, aber gleichzeitig eine wunderbare Chance. Das Meer an Möglichkeiten, das sich jetzt vor uns öffnet, mögen wir alle kraftvoll, liebevoll und weise unseren Anteil zur Heilung aller Wesen und somit zur Erde beitragen dürfen und darin tiefe Erfüllung finden. Wenn wir gelernt haben, uns selbst zu lieben, dann sind wir zu Hause. Uns selbst heißt alles, was in dir mit deinem Selbst zu tun hat. Es gilt für jedes Wort, welches mit Selbst beginnt, zum Beispiel Selbstfindung, Selbstbewusstsein oder Selbstverantwortung. Hören die Menschen ausreichend hin? Gelingt es mir tatsächlich, die Menschen in das Gefühl zu tragen, sich selbst zu erkennen? Gelingt es mir, sie wieder daran zu erinnern, wer sie sind? Rituale können dir dabei helfen, Zugang zu deiner Intuition zu finden oder zu verstärken, dem Bauchgefühl zu vertrauen, der inneren Stimme zu folgen, deinen wahren Platz im Leben zu finden, das Gefühl innerer Ganzheit wieder zu spüren, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und es nach deinen Wünschen und Vorstellungen zu verändern und zu gestalten.
dein Bewusstsein zu erweitern. Liebe, Frieden, Harmonie sind die natürlichen Zustände des Seins. Diese findest du immer selbst in dir, denn sie sind unser Ursprung, unsere wahre Essenz. Die fünf Freiheiten des Menschen: sehen und hören, was wirklich ist, nicht was sein sollte. Sagen, was ich denke, nicht was ich denken sollte. Fühlen, was ich wirklich fühle, nicht was ich fühlen sollte. Fordern, was ich möchte, nicht immer erst auf Erlaubnis warten. Risiken eingehen, ohne sich immer erst abzusichern. Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, denn vor allem das Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Es bleibt informiert, was alles so passiert, und bleibt friedlich.